damit die nicht so weit weglaufen müssen, um das Zeug abzulagern. Macht Sinn, ne? Ich könnte das ja direkt hier so nebenstellen. So? Ja, komm, mach mal ein bisschen anders als die anderen, ne? Jetzt brauche ich aber wieder. Guck mal hier, die haben jetzt eh nichts zu tun. So. So, hat keiner gesehen, ne? Die waren da schon vorher. Fällt das auch nicht so auf, dass ich hier Scheiße gebaut habe? Umranden wir das hier direkt mal. Oh nein, 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 das ist falsch. So. Das wird auch umrandet, damit die von allen Ecken hier dran kommen können. Hauptsache, wir haben überall Eisen rumliegen. Ja, aber immerhin müssen die jetzt nicht so weit rüber rennen. Ja, okay, die müssen weit wegrennen, um Holz zu suchen. Haben wir auch nicht mehr so viele. Muss der Förster jetzt mal ein bisschen in die Kufe treten und so, ne? Kufe treten? Er hat schon 6 Stück gesammelt. Das ist schon ganz gut. Gefällt mir. So, guck mal, hier, die rennen jetzt alle hinten hin. Die sind jetzt bestimmt. Ein Schild, es ist ein Schild als, und die spielt im Schnee, genau, ist playing. Was war die hier? Die ist ein Forester, die läuft jetzt hier rum und forestet rum. Na, guck mal hier, wie viele Steine. Ich glaube, die werde ich alle wegkloppen. Alle, alle, alle. So, und dann würde ich mich noch. Also, jetzt müssen die sie erstmal alle fortpflanzen, ne? Ist klar. Damit wir erstmal viele neue Arbeiter haben. Hier, Isabetti ist schon 11. Giovanni ist immer noch 9. Sobald der 10 ist, werde ich ein neues Haus bauen und hoffen, dass die beiden zusammenziehen. Ich hatte es auch schon, übrigens schon mal erlebt. Ich hatte eine Kirche gebaut. Und da war eine Frau, war dann hier der Passport, ja. War dann Pastor, Pastorin, darf man ja, habe ich nichts dagegen. Und die war mit einem Mann zusammen, hatte 2 Kinder. Und ich weiß nicht warum, aber sie ist dann in ein anderes Haus eingezogen bei einem anderen Mann und hat die Kinder bei dem Mann gelassen. Einfach so. Krass, ne? Guck mal, hier ist einer erwachsen geworden. Ist das der Giovanni? Ist der Giovanni jetzt groß? Der Giovanni ist jetzt ganz groß. Kann erstmal hier auf dem Baum mithelfen, kurz. Also, wir brauchen ja auch bald wieder Farmer. Das passt ja eigentlich. Hier haben wir jetzt 4 Stück, die bauen. Die können dann gleich farmen gehen. Haben, guck mal, hier haben wir schon Mushrooms und Onions. Guck mal, wie schnell das geht bei denen. Richtig, richtig gut. Und die sammeln halt hier dieses Gestrüpp ein, glaube ich. So, lauf doch nicht weg. Hier ist doch direkt der Lagerplatz daneben. Dann stellt das doch mal da ab, ihr Schweine. Okay, wir können ja mal hier gucken. Wenn man hier draufklickt, kann man sehen, was die alles. Hier. Voll viel. Und jetzt gucken wir mal, was die Fischer in der Zeit geschafft haben. Was habt ihr geschafft? Ja, ist okay. Die stehen auch ein bisschen länger. Aber insgesamt lohnt sich das, glaube ich, schon. So, ihr Bauarbeiter, jetzt baut mal ein bisschen schneller. Der Frühling ist schon da. Ihr müsst das nur einmal hier rüber tragen. Hier sind auch ein paar Loks, die könnt ihr dann da rüber tragen. Damit die armen Sammler nicht so weit laufen müssen. Und ich finde das gar nicht so schlimm, ne? Die sind ja in Sichtweite. Und ich glaube, das werde ich auch so weiterführen, wenn das Dorf größer wird. Was ist denn jetzt low? Loks ist low. Er lädt, er speichert er wieder. So, jetzt baut mal. Bisschen schneller hier. Also im Early Spring fangen die ja eh noch nicht an zu bauen. Ihre Felder. Von daher ist es auch nicht so schlimm. Was haben die jetzt hier? Warum haben die denn Feuerholz hier hingebracht? Los, bringt Stein. Guck mal, helfen sie alle noch mal mit.
Lala, baut das bitte noch. Schnarch. Brauchen noch Loks. Ich habe keine Loks. Na gut, da werde ich die jetzt hier erstmal abziehen und die dürfen jetzt erstmal wieder auf die Felder gehen und wenn die Zeit haben, dann werden die ja eh schon von alleine darum bimmeln. Guck mal, wie viel Eisen wir haben, ey. Wie viel Feuerholz. Warte mal, komm, ich setze hier nochmal runter. So viel brauchen wir jetzt auch nicht. Kann ja hier mal ein bisschen chillen. Und dann werde ich nämlich gleich hier so einen Schmied daneben bauen, sobald wir noch ein Kind mehr haben. Wer ist denn als nächstes erwachsen? Ah genau, wir wollten ja noch ein Haus bauen als nächstes. Hier, der ist noch als nächstes erwachsen. Sharon. Die Sharon. Ja, gefällt mir. Hier könnte man sogar eine Jägershütte hinbauen. Und hier muss man natürlich alles noch abernten. Aber Holz braucht man auch so unendlich viel. Ich weiß nicht, wie weit ging der. Dann könnte man hier noch, die überschneidet sich ein bisschen, aber das macht überhaupt nichts. Aber ich würde den schon gerne noch ein bisschen weiter, vielleicht noch ein bisschen weiter hier rüber. Einen anderen Forester, einen zweiten. Aber dann brauchen wir natürlich erstmal mehr Leute. Und um mehr Leute zu bekommen, müssen wir erst einmal bescheiden leben. Sieht hier aus, 34 Loks. Wir haben gerade überhaupt keine. Der hat auch noch 4 Loks gebunkert. Kannst mal hier aufhören zu worken. Ist hier genug gemacht bis jetzt. Woodcutter tue ich mal dann eben hier drauf. Kann man so tun, als würde er ein bisschen bauen. Guck mal, er hat hier 3 Loks noch. Und die Bauern, die bauen fleißig Bauernsachen an. Ich spule mal ein bisschen. Aber hier die Gesundheit, die geht stetig runter. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich glaube, ich baue auch gleich hier hinten so ein Herbalist. Brauchen wir aber auch wieder 2 Leute für. Da. Feuerholz müssen wir im Auge behalten. Gibt es das hier? Ist dort Firewood 300 schwer. Komm, das reicht doch. Ne, locker. Pepper. Pepper Ann, Pepper Ann. Kennt jemand Pepper Ann? So eine Kinderserie habe ich damals immer geguckt, wo ich ein Kind war. Und die haben 1260 Fisch in einer Saison. Wie sieht's mit denen aus? Die sind ja jetzt noch keine ganze Saison da. Ja, es ist keine ganze Saison. Die waren jetzt nur im Winter, ne? Und die haben jetzt schon mehr als... Ja, aber gefällt mir diese Gatherer. Die sind... echt supi! Ja, guck mal, jetzt kann der anfangen hier zu bauen. Der eine. Nahrung sieht gut aus, jetzt die Musik wieder weg. Warum ist die Musik weg? Da ist sie wieder. Es ist so voll langweilig ohne Musik. Wo ist denn da eine Bauarbeiter? Wie sieht's denn hier aus? Hier ist ein 13-jähriges Farmermädchen und der arme Giovanni. Hier, das, die Sharon, die ist bald erwachsen. Dann können wir die auch noch ausnutzen. Ah, das Lagerhaus wird gebaut. Ich finde, das sieht immer aus wie so ein Stall. So baue ich immer Ställe in Minecraft. So wie hier. Dann mache ich da aber so ein kleines Türchen rein. Packe ich da die Viecher rein. Die helfen hier, die legen hier Loks rein. Feuerholz haben wir immer noch super viel. So. Die Alte muss sich jetzt erstmal ausruhen gehen. Vielleicht baue ich hier noch so einen Gatherer hin. Dann kann der hier alles abgäsern.
kommt die alte wieder. Wie heißt sie denn? Die Madele. Die ist nicht educated. Madele ist working. 70% ist sie working. Los Madele, du schaffst das. Yeah. Wir haben 14 Erwachsene und 10 Kinder. Das gefällt mir. Das ist mehr als am Anfang. Los Madele. Irgendwie benutzt keiner mehr Feuerholz. Kann das sein? Oder er bringt hier schön Holz hin. Aha, sehr schön. Die Madele, die sägt hier noch ein paar Bretter zurecht. Und rennt immer ruhelos um das Haus herum. Mensch, die baut aber ganz schön lange am Stück hier. Los, Madele. Was ist die hier? Forrester. Geht jetzt erstmal chillen. Das ist die Madele. Ich will es wieder anklicken. Madele ist working. Mit Iron Tool. Und sie hat faire Klamotten an. Sie ist 16 Jahre alt. Mit 16 schon so eine ganze Scheune alleine bauen. Das musst du erstmal nachmachen. Mit 16 hätte ich bestimmt keine Scheune bauen können. Hat der denn jetzt hier hingelegt? Stein? Sah so aus, als wäre der Stein hier neu gekommen. Guck mal, hier, wie viele Rehe. Lecker, lecker. Es sind nur männliche Rehe hier. Und so viele kleine Kinder. So viele Kinderrehe. Und keiner will Feuerholz haben. So, Madele, bau mal ein bisschen flotter hier. Guck mal, 92%. Ach so, super. 93. 94. Und? 95. Ohne eine Pause zu machen. Baut ihr einfach diese Scheune in einem Tag durch. Hier, der Hirsch. Das Baby, die Babys, die haben schon ein bisschen Geweih bekommen hier. Moment nochmal. So. Ja, jetzt ist die Madele natürlich abgehauen, so ganz vorbildlich. Aber jetzt haben wir noch einen neuen Laborer. Ich kann der ja eben noch kurz helfen, bevor der zum Gatherer wird. Ja, guck, da ist die Madele wieder gewesen, ne? Hab ich doch gesehen. Ja, ja, 98. 99. Ne, 98 immer noch. Hey, Madele, komm mal her, ich will dich anklicken. Hey, Happiness ist groß, weil die ganz alleine eine Scheune aufgebaut hat. Oh, guck mal, wie schön die Madele. Die Madele ist richtig gut. Guck mal, jetzt haben wir hier so ein Inventory und da können diese Bärensammler, die können alle jetzt ihr Scheiß dahin bringen. So, apropos Bären und Holzsammler. So, nein, warte. Ich mache das nochmal rückgängig, als wäre es nicht gewesen. Und zwar wollte ich doch noch ein neues Haus bauen. Das habe ich doch fast vergessen. So, Häusle. Soll das hier so hinterbauen? Ja, ne? So. Baut bitte ein Haus, ihr kleinen Schweinis. Ich nenne die immer gerne kleine Schweinchen. So. Kriegen auch einen Weg. Und die bauen hier schön den Pfeffer ab, den roten. Weil jeder kennt ja roter Pfeffer. Guck mal, das ist so schön voll. Wie viel haben wir insgesamt? 1600, hör mal. Was ist low? Loks ist low, ja. Geht's nicht so schlimm? Bauern ziehe ich gleich ab und steck die alle im Förster rein. Ich steck die in den Förster rein. Yeah. Nein, die dürfen hier Steine kloppen, glaube ich. Und
sollte ich das hier vielleicht auch noch verbinden und dann können wir vielleicht hier noch ein Feld hinbauen. Eventuell, maybe. So. Das sieht doch aus, als würde da ein Feld reingehören, ne? Und hier kann man noch ein paar Hütchen hinbauen. Meine Stimme verlässt mich. Und dann machen wir mal hier so ein schönes heimeliges Heim für die Isabetti und den Giovanni.